Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Schäuble, Sie haben zu Recht von einer Vertrauenskrise gesprochen. Ich kann nur eines feststellen, dass Ihre Koalition und die Regierung zu dieser Vertrauenskrise einen erheblichen Beitrag geleistet hat. Schauen Sie sich nur die Äußerungen aus dem Sommer an. Der Bundeswirtschaftsminister sagt, der Austritt Griechenlands hätte den Schrecken verloren. Der bayerische Finanzminister sagt sogar, man müsse an Griechenland ein Exempel statuieren. Was sind denn das für unverantwortliche Aussagen? Da kann doch kein Vertrauen entstehen. Sie sind wesentlich mitverantwortlich, dass es diese Vertrauenskrise in Deutschland und in Europa gibt. Und dann sagen Sie, Deutschland wäre gut durch die Krise gekommen. Ja, dieser Haushaltsentwurf ist ein Ausdruck dafür, dass Sie versuchen, bis zum Wahltag 2013 zu kommen. Ich behaupte mal, dass niemand hier im Hause übersehen kann, ob wir nicht vielleicht ganz schnell in eine große Krise kommen. Und nichts, was notwendig wäre, ist in diesem Haushalt abgebildet. Ja, es gibt eine sehr gute Botschaft im Zusammenhang mit diesem Haushaltsentwurf. Und das ist die Botschaft, es ist der letzte Haushaltsentwurf dieser Regierung. Das ist die gute Botschaft. Es ist auch Anlass, eine kritische Bilanz zu ziehen. Und da will ich mal Ihren Koalitionsvertrag zitieren, der da zu diesem Punkt sagt, mit Mut zur Zukunft für unser Land. Und wenn man sich anguckt, was Sie gemacht haben, so ist das ganz knallharte Klientelpolitik. Da war nichts mutig, da ist nichts mutig, da gibt es keine Zukunftsorientierung. Sie rennen immer den Entwicklungen in Europa hinterher. Und das ist nicht eine Politik für die Mehrheit der Menschen in diesem Lande, sondern das ist konsequente Klientelpolitik, meine Damen und Herren. Ich will zum Kern des Haushaltsentwurfs kommen. Sie sprechen davon, von soliden Staatsfinanzen. Sie gerieren sich in Europa immer als Klassenprimus. Aber in Wahrheit wird viel Wasser gepredigt und Wein getrunken. Gucken wir uns die Zahlen an. Auch in diesem Jahr machen Sie neue Schulden oder im nächsten Jahr wollen Sie neue Schulden machen. 18,8 Milliarden. Wenn man sich die 4 Jahre anschaut, dann sind es insgesamt 112,2 Milliarden neue Schulden. Wer dann von Sparsamkeit spricht, Herr Bartle, das ist wirklich für mich nicht verständlich. Also wenn man neue Schulden macht, was hat das mit Sparen zu tun? Ich hatte immer die schwäbische Hausfrau so verstanden, dass sie was zurücklegt. Aber das ist hier nicht der Fall. Sie haben in dieser Legislatur unter über 100 Milliarden neue Schulden gemacht. Und um einen Vergleich zu ziehen, in meinem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ist der Haushalt des gesamten Landes für ein Jahr 7 Milliarden. Das sind die Relationen. Sie haben inzwischen in der Bundesrepublik Deutschland Schulden angehäuft auf der Bundesebene von 1,2 Billionen Euro. Um das mal zu veranschaulichen, wenn wir jeden Monat 1 Milliarde zurückzahlen würden, jeden Monat 1 Milliarde zurückzahlen würden, dann wäre in 168 Jahren diese Schuld noch nicht getilgt, meine Damen und Herren. Und dann zu sagen, wir haben kein Einnahmeproblem, na, das ist doch abstrus. Wir müssen bei den Einnahmen etwas tun, meine Damen und Herren. Ich will etwas sagen zu dem Punkt, Herr Schäuble, den Sie ja auch gelobt haben. Wir wären bei den Investitionen mit diesem Haushaltsplan so vorbildlich. Ich kann nur feststellen, ja, in der Krise wären Investitionen, die den Namen verdienen, also Zukunftsinvestitionen, die Arbeitsplätze bringen, die vor allen Dingen die Binnennachfrage stärken, wären sehr dringend notwendig. Aber hier bleibt der Haushaltsentwurf hinter allen Erwartungen und allen Anforderungen zurück. Hier gibt es keine gestaltende Finanzpolitik. Das ist nicht mal mutig. Es wäre einfach nur normal, bei Investitionen mehr zu tun. Ich will nur das Thema Städtebauförderung und energetische Gebäudesanierung aufrufen. Da bleiben Sie sogar hinter den Anforderungen, die Ihre Landesminister von der CDU einfordern, zurück. Warum hören Sie denn nicht mal auf die? Die wollen auch mehr. Das fördert Handwerk vor Ort. Das fördert die Konjunktur. Aber da sind Sie nicht nur zurückhaltend, sondern da kürzen Sie noch. Oder der Ausbau von Kitas, der dringend notwendig wäre. Oder die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Überall bleiben Sie hinter den Anforderungen zurück. Krankenhäuser, Schienenwege, alle Stichworte, wo mehr getan wird. Sie sagen, die Energiewende ist Ihr Anliegen. Neben der Tatsache, dass da bisher offensichtlich nur Fehlstarte vollzogen worden sind, warum kürzen Sie dann bei der Energieeffizienzforschung? Ist doch völlig irre, wenn das ein Zukunftsthema ist. Und da kürzen Sie. Völlig absurd.
absurde Investitionspolitik. Das machen Sie falsch. Sie setzen weiter auf den Export. Richtig wäre allerdings, die Binnennachfrage zu stärken. Denn die Zahlen sind doch nun mal so, dass Sie bei den Investitionen kürzen, 0,8% weniger, 26,1 Milliarden nur noch. Und in den Jahren 14 bis 16 wollen Sie noch weiter kürzen. Das ist keine zukunftsorientierte Politik, Herr Schäuble. In Ihrem Haushaltsentwurf gibt es sehr, sehr viel Optimismus. Kollege Post hat von Schönfärberei gesprochen. Ich glaube, da hat er recht. Alle Risiken sind ausgeblendet, die ganzen Schattenhaushalte. Die Zinsentwicklung, glauben Sie denn, dass das Zinsniveau für Deutschland so bleiben wird? Das ist doch wirklich eine absurde Annahme. Das kann sich schon ganz, ganz schnell auch für uns verändern. Ich glaube im Übrigen, dass hier endlich die Diktatur der Finanzmärkte gebrochen werden muss. Bei der Regulierung sind wir nicht vorangekommen. Elementare Dinge, über die Sie auch geredet haben, sind nicht passiert. Und Sie haben doch gesehen, der Schuldenschnitt Griechenlands kostet letztlich dem Haushalt 10 Milliarden Euro. Das ist eine Realität. Und das kann ganz schnell sein, dass bei den Haftungsgrößenordnungen, die wir haben, über 400 Milliarden, dass da sehr, sehr viel auf die Haushalte zurückkommt. Und deshalb dann noch die vielen Baustellen in Ihrer Koalition, also Betreuungsgeld, könnte teuer werden. Ich hoffe im Übrigen, Herr Schäuble, dass Sie standhaft sind, wenn die FDP hier wieder Steuersenkungsvorschläge macht. Es wäre noch absurder, jetzt über Steuersenkung nachzudenken. Viele andere Dinge sind im großen Risiko, und deshalb ist diese Haushaltsplanung unsolide. Jetzt will ich Sie mal zitieren, Herr Schäuble. Sie haben erklärt, aufgrund der Struktur des Bundeshaushaltes, ist zwar schon ein bisschen her, seien Einnahmeverbesserung zur Haushaltskonsolidierung unvermeidlich. Da haben Sie heute was ganz anderes gesagt. Ich kann nur sagen, natürlich haben wir in Deutschland ein Einnahmeproblem. Sie reden nur über die Einkommensteuer. Da will ich jetzt mich mal nicht drauf einlassen. Aber wir haben doch vor allen Dingen ein Problem bei den Vermögensbesteuerungen. Die vermögensbedingten Steuern am Bruttoinlandsprodukt ist Deutschland im Vergleich aller OECD-Staaten im unteren Drittel. Und da muss man doch mal etwas ändern, wenn wir im unteren Drittel bei dieser Situation sind. Die Zahl der Vermögensmillionäre in Deutschland steigt jedes Jahr. Inzwischen haben wir 924.000. Warum ist denn das so abstrus, wirklich über eine Millionärsteuer nachzudenken? Da gibt es Freibeträge bis zu 1 Million. Es ist nur das private Vermögen betroffen. Wir gefährden keinen Mittelstand. Und das würde wirklich Einnahmen gerieren. Im Übrigen wäre es sinnvoll, das europaweit durchzusetzen, damit auch in Griechenland Millionäre mal zur Kasse gebeten werden. Das wäre der richtige Punkt, über Einnahmen nachzudenken. Selbst in den Krisenjahren jetzt ist das private Geldvermögen noch mal angestiegen. Warum denken wir nicht mal über eine Veränderung bei der Erbschaftssteuer nach? Bis 2020 werden 2,6 Billionen Euro vererbt. Die Länder, Herr Fricke, ist mir bekannt, aber das ist doch sehr wichtig, dass es dort auch Konsolidierung gibt. Ich sage, wir verändern aber die Gesetze dazu, und deswegen müssen wir das machen. Und deswegen wäre es notwendig, hier die Einnahmen über die 4,2 Milliarden bisher zu erhöhen. Die Geldvermögen in Deutschland sind in dieser Zeit, in den letzten Jahren weiter gestiegen. Sie haben gesagt, wie viel die bezahlen. Aber man muss ja auch mal feststellen, dass die privaten Geldvermögen in Deutschland auf 4,7 Billionen im letzten Jahr gestiegen sind und dass es eine Verdopplung in den letzten 20 Jahren ist. Da ist doch was nicht in Ordnung, wenn es auf der einen Seite wirklich diesen obszönen Reichtum gibt und auf der anderen Seite haben wir Rentnerinnen und Rentner, die wirklich in Mülltonnen sich ihre Rente aufpolieren müssen. Da ist doch irgendwas nicht in Ordnung. In Deutschland ist es so, dass 1% der Bevölkerung besitzen 35,8% des Vermögens. Da ist doch was nicht in Ordnung. Warum haben Sie nicht den Mut, hier mal wirklich anzugreifen und irgendetwas bei denjenigen abzuholen? Mit Ihrem Haushaltsentwurf, da wird die Schere zwischen Arm und Reich eben größer. Und das ist skandalös und das ist nicht akzeptabel. Auch hier ist im Übrigen Deutschland im OECD-Vergleich unrühmliche Spitze. Reiche sind reicher geworden und es gibt mehr Menschen in Armut. Und Sie haben hier jetzt umfangreich von dem Jobwunder Deutschland gesprochen. Also erstmal ist es so, also auch bei der Opposition, bei der Linken im Besonderen, ist es so, dass natürlich jeder, der in Arbeit kommt, das begrüßen wir. Aber es muss gute Arbeit sein. Das Problem in Deutschland ist doch die massenweise prekäre Beschäftigung. Und deshalb will ich nur eins Ihnen sagen. Wenn Sie die Zahl der Arbeitsstunden sich anschauen, die Zahl der Arbeitsstunden, als es 5 Millionen Arbeitslose waren und heute, interessanterweise ist die Zahl der Arbeitsstunden gleich geblieben. Das ist doch ein Ausweis dafür, dass wir viel Niedriglohn, dass wir viel prekäre Beschäftigung haben. Und das müssen wir verändern. Es muss gute Arbeit entstehen und damit nicht immer mehr Menschen in Altersarmut fallen. Es ist doch so, dass dankenswerterweise Frau von der Leyen dieses Problem
jetzt wirklich ins gesellschaftliche Bewusstsein gerückt hat. Da muss man wirklich Danke sagen. Die Linke sagt das schon lange, aber in dem Fall waren wir nicht ganz so erfolgreich mit unserer Öffentlichkeitsarbeit. Das wird sich aber sicherlich verbessern. Eins will ich mal im Zusammenhang mit dem Haushaltsentwurf aber sagen. Wie können Sie in dieser Situation, wenn alle zum Thema Altersarmut reden, wie können Sie auf die Idee kommen, als Kabinett wirklich die Rentenbeiträge zu senken? Warum senken Sie in dieser Situation die Rentenbeiträge von 19,6 auf 19%? Nein, wir müssen mehr tun für die Rentnerinnen und Rentner. Das ist doch völlig unbestritten. Im Haushalt sind das immerhin 71,5 Milliarden, fast ein Viertel des Haushalts, wie wir alle wissen. Und gerade deshalb müssen wir hier ein anderes Konzept fahren. Und die Senkung ist eben wirklich ein absurder Vorschlag. Und im Übrigen will ich darauf verweisen, Altersarmut ist nicht nur ein Zukunftsproblem, das ist auch ein aktuelles Problem. Wird immer so getan, 2030, und dann wurde früher immer so getan, nur die sogenannten gebrochenen Erwerbsbiografien. Jetzt wissen wir, dass auch Leute, die normal beschäftigt sind, in Altersarmut fallen können. Aber schon heute sind 800.000 Empfänger von Grundsicherung im Alter. Das ist doch eine Zahl, die uns alle alarmieren muss. Da müssen wir doch wirklich mehr tun, und da reicht auch, natürlich ist ein Mindestlohn wichtig, aber da sind viel, viel mehr Maßnahmen notwendig. Ich kann die jetzt nicht alle darlegen, aber wir werden sicherlich Kollegen aus meiner Fraktion während der Haushaltsberatung tun. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben, war nie mehr da, aber egal, haben mal zu Recht formuliert, Kranke, Kinder und Ältere, die Menschlichkeit unserer Gesellschaft entscheidet sich daran, wie wir mit ihnen umgehen. Ja, das ist richtig. Ich kann Sie nur auffordern, machen Sie das endlich. Reden Sie nicht darüber. Lassen Sie nicht zu, dass in Deutschland die Schere von Arm und Reich größer wird. Mit diesem Haushaltsentwurf tun Sie das. In diesem Sinne ist es wirklich gut, dass es Ihr letzter ist. Dankeschön. Ich erteile das Wort nun dem Kollegen Otto Frisch.